Angela Merkel und ihre CDU sind so beliebt wie seit Jänner 2016 nicht mehr. 104 Tage bevor Deutschland am 24. September wählt, hängt die Kanzlerinnenpartei den Koalitionspartner und Konkurrenten SPD in Umfragen vollends ab. Auf 39% kommt die CDU, während die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz nur noch 25% der Deutschen wählen würden. In der Vergangenheit liegt die SPD sogar Kopf an Kopf mit Merkels Partei. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. 14% beträgt der Vorsprung der CDU auf die SPD. Dies ist nun genauso schwach wie vor der Nominierung des einstigen Hoffnungsträgers Schulz im Jänner. Ich bin sofort fertig, ich habe ja nicht so viel Redezeit.